Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zur Part Nummer 4 von Assassin's Creed. Ich bin das da im Zimmer fix. Ja Leute, das Spiel ist lustig. Beim letzten Mal wurden wir abgestuft. Wir wurden hier eigentlich ermordet. Sah zumindest kurzzeitig so aus, aber glücklicherweise nicht. Ah, oh, wir können ja gar nicht abrollen. Entschuldigung, falsches Spiel, falsches Assassin's Creed. Nun gut. Und nun sind wir wieder ganz am Anfang. Wir sind wieder ein Novize. Wir haben unseren Rang, unseren Titel und natürlich unsere Waffen verloren. Hey, weil... Ich meine, wenn ich meinen Rang verliere, dann verliere ich natürlich auch meine Fähigkeiten, irgendwie gut zu kämpfen. Das ist doch logisch, oder? Oder macht das jetzt keinen Sinn? Irgendwie nicht so sehr. Ist mir wurscht, ich jump da jetzt schlecht. Ich bin ein Novize, ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Wir haben beim letzten Mal alles verloren, wir haben nicht mehr Schwerter. Wir können gar nichts mehr machen. Können wir immer noch leicht... Oh, wir können immer noch stoßen. Ist der Bahn, Junge. Weg da. Naja, und nun sind wir wieder, wie gesagt, ganz unten. Wir müssen hier den Verräter finden, der an dem Angriff, der beim letzten Mal stattgefunden hat, auf die Festung hier beteiligt war und diesen zu einem Verhör bringen. Und scheinbar wissen hier die Assassinen schon, wer das ist, aber wir müssen es herausfinden. Deswegen belauschen wir mal die Leute, ob wir den Verräter doch finden können. Wieso soll ich mich auf eine Bank setzen? Kann ich nicht, Dame? Was kann man zu solchen Verhalten treiben? Okay, dann setze ich mich halt auf der Bank. Habe ich immer ein Adlerauge? Ich habe nicht mal ein Adlerauge. Leute, ein Assassin und ein Adlerauge. Ich weiß, was ich sah. Masun öffnete das Tor. Er ließ die Templer herein. Das müsst ihr Al-Mualim berichten. Ich kann nicht. Masun war nicht alleine. Jemand in der Festung hat ihm geholfen. Wie kommt ihr darauf? Er tauscht Briefe mit jemandem aus. Der Korbmacher überbringt sie für ihn. Das ist kein Grund zu schweigen. Ah, aber der Korbmacher hat ihm direkt vor dem Angriff einen Brief übergeben. Mich deucht, er enthielt den Befehl, das Tor zu öffnen. Dann sprich mit dem Korbmacher. Er kann Masuns Komplizen benennen. Er ist verschwunden. Versteckt sich aus Angst, hineingezogen zu werden. Wahrscheinlich hat er sich in seine eigenen Körbe verkrochen. Ein Kopf, den Kopf vielleicht finden. Okay. Gut, damit haben wir also unsere Spur. Irgendjemand hat hier wirklich unser Bruderschaft verraten. Ist daran beteiligt hier, dass dieser furchtbare Angriff stattgefunden hat. Ja, weil ich cool bin. Darf man jetzt nicht mal mehr cool sein, ja? Gut, dann mach ich es halt so. Gut, schauen wir mal, ob wir den Kopf vielleicht finden können. Taschendiebstahl. Bitte, nur einen. Wir haben bei dem Angriff alles verloren und nun haben wir keinen Platz für unser Getreide. Ich kann jetzt nicht. Habe zu tun. Ist das wegen dem Brief? Welcher Brief? Der Brief, den ihr bekamt, als ich herkam. Schlechte Kunde? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Hört, ich werde sehen, was ich tun kann. Aber bitte, ich muss jetzt allein sein. Kommt später wieder. Wie ihr wünscht. So nah, dass sie in der Presse wird. Nein, mein Brief ist weg. Kann ich eigentlich auch dich bestehlen? Nee, schade, man kann wirklich nur storybedingte Leute bestehlen. Okay, und Assassin's Creed 2 ist ja so, da kann man dann Geld stehlen von den Menschen. Das geht hier nicht, aber wer braucht doch schon Geld, wenn wir nicht mal Waffen haben. Wenn wir eigentlich gar nichts haben. Jetzt, liebes Gamepad, hör auf damit. Das ist immer, ich erzähle immer wieder, gerne, ich spiele mit meinem wunderschönen PS4 Gamepad auf meiner schönen PS3. Oh, eine Maske. Ist derjenige, der uns betrügt. Ihr werdet es sehen. Bald werden eure Augen die Wahrheit erkennen. Wir stehen auf der Schwelle zwischen dieser und einer neuen Welt, einer besseren Welt, in der alle Menschen gleich sind. Aber Männer wie Al-Mualim möchten diesen Traum zerstören. Der heutige Angriff war nur der erste. Mehr werden folgen, bis ihr bereut. Gebt eure verschlagene Lehre auf. Erhebt euch gegen den Verrückten von Masyaf. Durchschaut seine Lügen.
In Ordnung, Geziefer. Okay. Mein Freund. Was du hier gegen unser Bruder, gegen Anführer unserer Bruderschaft hier sagst, das gefällt mir ja ganz und gar nicht. Gut, befragen wir ihn. Naja, wie das Spiel uns sagt, wir können ihn einfach hier in der Mitte der Straße zusammenhauen. Mein, kommt gut an, wenn wir hier, keine Ahnung, Bandenkrieg wären. Aber so leider müssen wir aufpassen. Ihr seht, da ist eh schon wieder eine Wache. Verstehe ich gerade, das sind eigentlich Assassinenwache. Also eigentlich sollten sie uns ja nichts tun, aber so leicht ist es leider nun mal nicht. Nun gut, wir verfolgen ihn. Und hoffen, dass wir ihn hier finden. Dass wir eine schöne Stelle finden, wo wir ihm die Wahrheit raushauen können. Das sieht doch sehr gut aus. Da! So! Aua! Genug! Genug! Ich beuge mich! Dann sprecht geschwind. Ich habe kein Interesse an euren Spielchen. Warum habt ihr uns betrogen? Und in wessen Dienst steht ihr? Wir dienen den Templern. Das solltet ihr auch. Ihre Sache ist gerecht. Wir? Jamal, er hat mir von ihren Plänen erzählt. Bat mich, das Tor zu öffnen. Ihr habt uns verraten. Uns, die euch einen Bruder nannten und euch Schutz gewährten. Ich tat, was ich für richtig hielt. Und wenn ihr mich dafür töten müsst, so sei es. Ich fürchte den Tod nicht. Es ist nicht an mir, euer Schicksal zu entscheiden. Al-Mualem wird richten. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Man wirft euch vor, die Bruderschaft verraten und dem Feind die Tore geöffnet zu haben. Was entgegnet ihr diesen Vorwürfen? Ich leugne nicht. Ich bin stolz auf meine Tat. Ich bereue nur, dass ich scheiterte. Ich gebe euch Gelegenheit, Reue zu zeigen. Dem Bösen in eurem Herzen zu entsagen. Es ist nichts Böses in meinem Herzen. Nur Wahrheit. Ich bereue nichts. Dann werdet ihr sterben. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und erneut das Recht erworben, eine Klinge zu tragen. Was wird aus dem, der ihm geholfen hat? Das bleibt abzuwarten. Manche tun Böses aus Furcht oder Unwissenheit. Diese Männer können gerettet werden. Andere leiden unter kranken Vorstellungen. Ihr Geist ist verdreht und vergiftet. Diese Männer müssen vernichtet werden. Bald schon werden wir wissen, zu welcher Sorte Jamal gehört. Dann habe ich eure Prüfung bestanden. Was nun? Oh, mein Kind. Wir haben gerade erst begonnen. Ich habe eine Liste mit 9 Namen drauf. 9 Männer, die sterben müssen. Es sind Unheilstifter. Kriegstreiber. Ihre Macht und ihr Einfluss zerstören das Land und lassen den Kreuzzug andauern. Ihr werdet sie finden. Sie töten. Wenn ihr dies tut, sät ihr die Saat des Friedens. Für das Land und für euch selbst. Auf diese Weise könnt ihr euch reinwaschen. 9 Leben im Tausch für meines. Ein großzügiges Angebot, wie ich finde. Habt ihr noch Fragen? Nur, wo ich anfangen soll. Nun gut. Reitet nach Damaskus. Sucht den Schwarzmarkthändler namens Tamir. Lasst ihn den Ersten sein. Besucht den Verbindungsmann, wenn ihr dort ankommt. Ich schicke einen Vogel, der den Rafik von eurer Ankunft unterrichtet. Ihr werdet sehen, er hat euch viel zu bieten. Wenn ihr das für das Beste haltet? Das tue ich. Und ohne seine Zustimmung könnt ihr eure Mission nicht beginnen. Was soll der Unfug? Ich brauche seine Erlaubnis nicht. Das ist Zeitverschwendung. Es ist der Preis, den ihr für eure Fehler zahlen müsst. Als Fedai steht ihr nicht nur mir Rede und Antwort, sondern der ganzen Bruderschaft. So sei es. Nehmt eure Ausrüstung und geht. Beweist, dass ihr uns noch nicht ganz verloren seid. Und damit haben wir unsere schönen Klingen wieder. Endlich! Ohne die kann man ja wirklich kein gescheiter Meuchelmörder sein.
Okay, Rang 1. Und damit haben wir unsere Klingen wieder. Die Leiche wurde ja schnell weggeschafft. Ihr habt nichts gesehen. Ihr habt gar nichts gesehen. Okay, rechts ist unser Schwert und oben sind unsere coolen Klingen. Alter, ihr, mich dünkt, meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, eine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ich bin nur ein Noviz, ich weiß es ja nicht. Okay. Ja, Abwehr, also L1 Kampfmodus und mit R1 können wir abwehren. Verstehe ich. Kann ich. Und mit 4 können wir draufhauen. Zack. Das Problem ist, wir treffen ihn noch nie, weil die einfach viel zu viel blocken. Aua. So. Komm, okay, okay. Warte, was steht da? L1 im Kampfmodus? Okay. Drücke Viereck, drücken Sie erneut Viereck, um das Schwert, wenn das Schwert des Gegners berührt. Okay. Machen wir das nicht? Drücken Sie Viereck, um anzugreifen, drücken Sie an Viereck erneut, wenn Ihr Schwert des Gegners berührt. Machen wir doch. Ich verstehe nicht. So, ich mach das so. Nein, das ist scheiße. Ja, es geht halt nicht. Ich kann auch nichts dafür, Mann. Und bevor ich mich da jetzt aufhänge, total beenden. Nein, ich will es ja machen, aber... Ja, gut, dann schaue ich halt mal, ob wir das hinbekommen. Aber irgendwie geht das ja nicht. So, was jetzt? Prächtig. So. Das Werk eines Meisters. So, Kampfmodus aktivieren. Ich bin noch im Kampfmodus, was willst du eigentlich von mir? Gegen zwei Gegner zu kämpfen ist doof. So, wir machen das so. Hallo, die gehen aber auch nicht down, oder? Bilde ich mir das ein. Es ist ohne Konter, ist das doof. Ja gut, ich habe jetzt das Tutorial schön abgebrochen. Das ist mir jetzt aber auch wurscht, Mann. Ich weiß nicht, was die mit Combo-Kill gemeint haben. Da, Combo-Kill. Das ist genau das Training, was wir machen wollten. Aber irgendwie verstehe ich das nicht. So. Drücken Sie 4, um anzugreifen. Ganz einfach eigentlich. Wieso habe ich das vorher nicht hinbekommen? Schreck an. Zack. Jetzt nochmal. Man muss wirklich genau im Moment das drücken, wo eben der, wo man eben aufeinander trifft. So, ja, kann man verlassen. Ich verstehe. Ja, Junge, ich hab das schon super hinbekommen. Das passt doch so. Okay, bin super. Ich freue mich. Das war eigentlich gar nicht mal so schwer. Au! Was soll ich mit mir anlegen, Mann? Ich bin halt hier, Mann. Ich töte auch Unschuldige. So. Was mir aber auch sehr gut in dem, schon immer in Assassin's Creed sehr gut gefallen hat, war, dass man immer seine Waffen einfach so ganz, oh, lass dich doch fallen. Dass man die einfach immer so wetzen konnte. Ihr seht, zack. Können Sie mal so auspacken und dann so. Können wir das raushauen? Auch das Schwert? Okay. Was macht er mit dem Schwert? Ja, alles super. Ich kann, oder mit den Fäusten? Na, das geht nicht mehr. Doch. Klatschen können wir da. Ich weiß nicht, das sind so ganz unwichtige Details, aber sie haben mir schon immer sehr gut gefallen. Aus der Bahn, Junge! Tut das nicht nochmal! Ja, und was machst du, wenn ich das nochmal mache? Hey, ich bin Alter hier! Ich töte alles!
Alles, was sich bewegt. Alles ist... Alles ist wahr. Alles ist wahr. Na, nichts ist wahr. Alles ist wahr, nichts ist erlaubt. Das ist auch ein gutes Motto. So. Okay, Leute. Nun geht's aber erst richtig los. Das bis jetzt war ja alles das Vorgeplänkel. Denn jetzt geht's richtig los. Wir müssen in die weite Welt hinaus. Und dort müssen wir nun diese neuen Personen töten. Und würde ich sagen, auf geht's, oder? Aber zum Glück dürfen wir ein Pferd benutzen. Nein, 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 ich will ein Weißes. Der mag schon wieder der alte Rassist, oder? Nein. So, gut. Briten untertauen. Komm, auch mal. Reib mal langsam. Aber wir galoppieren. Stellt euch irgendeine Westernmusik vor. It's so far away. Aus Dingster. Wer ist das gleich nochmal? Red Dead Redemption. Wer das kennt. Farway. Cooles Lied. Woo! Junge, eine ziemlich unebene Straße. Aber nun gut, Leute. Jetzt endlich öffnet sich uns das Spiel und endlich können wir richtig hier Assassinen machen. Wie gesagt, das war jetzt wirklich das Vorgeplänkel. Und jetzt macht das Spiel dann ernst. Und nun geht's auf. Es ist ein bisschen schade. Die Regionen sind nicht so wie in anderen Assassin's Creed eben miteinander verbunden, sondern haben halt immer hier diesen Ladebildschirm dazwischen. Aber dafür gibt es doch einige Städte, die wir bereisen müssen. Und jetzt geht's erstmal nach Damaskus. So, und hier werden wir auch eins der bekanntesten Assassin's Creed-Dinger gleich mal sehen. Merkmale. Nämlich das Erklimmen von Adlertürmen. Diese wunderschönen Adlertürme sind nämlich Aussichtspunkte. Und wenn wir einen von diesen Aussichtspunkten erkunden, dann wird sich immer uns die Region, werden uns dann immer Sachen angezeigt. Und wir bekommen immer eine schöne Aussicht, was sich hier in der Nähe befindet. Und es ist einfach immer magisch. Wenn man aufsteigt, wie die Musik dann... Okay, hier ist es noch nicht so. Ja doch, ihr seht, wie die Musik sich immer ein bisschen ändert. Und dann, wenn man oben ist... Zack. Man sehen kann, wo man sich befindet. Ein von 12 Aussichtspunkten. Naja. Es wird natürlich in späteren Assassin's Creed wichtiger. Aber jetzt, ihr seht, wird uns auch immer hier schön angezeigt dann, dass man eben dort einige Objekte dann immer sehen kann und dann weiß man auch, wo es lang geht. Gute Frage, wo will ich hin? Karte? Ja, ich muss hier abbiegen. Und die... Wir werden jetzt nicht nach Collectibles in diesem Spiel schauen, ganz, ganz sicher nicht. Da gibt es ja nicht mal Trophäen in dem Spiel, dann lohnt es sich ja schon zweimal nicht. Aber wir werden sicher die Aussichtstürme machen, weil die immer wichtig sind. Was habe ich denn gemacht? Entschuldigung. Was habe ich denn gemacht? Nur weil ich reite? Ist schon eine schlimme Stadt hier. Also, okay, mit Select können wir auch die Karte öffnen. Muss man mal schauen, was Select ist, weil... Man weiß es ja nie. So, wo sind da... da komme ich irgendwie nicht so schnell hin. Fällt mir gerade mal auf. Da muss ich ja da hoch, oder? Okay... So, da dürfen wir nicht hin. Aber dich dürfen wir doch töten. Ne? Dat wart! So, denn keiner legt sich mit Altair. Nee. Was war nochmal unsere Mission? Unentdeckt zu bleiben? Ich glaube, das läuft nicht so gut. Wir machen jetzt erstmal einen ganz kleinen Cut. Beim nächsten Mal geht es dann hier weiter mit Assassin's Creed und wir werden dann schauen, was unser erstes Ziel so bereithält. Bis dann, verabschiede mich. Ich war's, euer Dimsmafix und bis zum nächsten Mal. Ciao!